Hallo Leute und willkommen zurück zu Neverending Nightmares. Ich habe die Kamera mal umgedreht auf die linke Seite, weil ich ja immer dahin gucke und ich dachte, das passt dann vielleicht besser. Ich hoffe, das geht so. Ja, wir gehen weiter mit Thomas in der Irrenanstalt. Ich muss zugeben, dass ich hier schon ein bisschen weitergespielt hatte und die Aufnahme ist nichts geworden. Das war vor ein paar Tagen und deswegen nehme ich das Ganze jetzt nochmal auf und weiß dementsprechend schon, was es zu tun gilt, aber ich habe sehr lange gebraucht, um das rauszufinden. Erzähle ich euch gleich. Wir sind hier auf jeden Fall in irgendeiner Anstalt und dürfen jetzt durch die Türen gucken und in die Zellen reinschauen. Und da kommt halt dann was und da habe ich mich genauso gefragt wie mit den Schränken und dem Klopsi damals, was es denn hier jetzt zu tun gilt. Und das hat mich eigentlich den ganzen Part gekostet, deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass das nichts geworden ist mit der Aufnahme. Weil wir halt dann schneller vorankommen. Ne? Oh, da hat jemand. Block A, Security. Ich lauf mal. Wollte nur gucken, ob die Boxen an sind. Sind sie aber nicht. Das vergesse ich gerne mal, dass die noch an sind. Ja, auch wieder sorry, dass es Tag ist und so. Aber ich bin abends immer voll kaputt. Im Moment. Weil ich auch früh aufstehe. Und dann bin ich immer so, dass ich gar keine Lust mehr habe. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich habe mich jetzt erschrocken und zugleich ist es Lächerliche gezogen. Das muss man erstmal hinkriegen. My God. Ich, ja, da läuft ein Irrer lang, der mit Blut Sachen an die Wände schmiert. Ja, was auch immer Thomas hier tut, was auch immer wir tun, ich hoffe, wir werden es überleben bei der Hydrotherapie. Ist auch total schön. Hydrotherapie, so mit Wasser foltern oder Leute wieder gesund machen wollen. Heißes Wasser, kaltes Wasser, ersticken fast unter Wasser, ist alles total schön. Noch ein bisschen mit Elektrizität dazu ist noch besser. Ich glaube, wir sind im nächsten Block jetzt. Und hier ist wieder nichts in der Zelle. Und jetzt geht's, glaube ich, los. Mit einem Irren hier. Kommt der jetzt nicht? Nein, der kommt nicht. Okay. Der fängt nämlich an, hier jetzt rumzulaufen. Ich spoiler das einfach mal. Und da muss man aufpassen deswegen. Das ist wie mit dem Klopsi. Aber erstmal muss man die Treppen runtergehen und dann kommt der, glaube ich. Ich glaube, so war das. Weil wir brauchen ja neue Herausforderungen und Sachen, die uns Angst machen. Das wäre ja sonst viel zu langweilig. Und was war ich? Was wollte ich hier für eine Geschichte erzählen? Genau, ich bin abends so kaputt und deswegen nehme ich gerade tagsüber auf. Und deswegen ist gerade ein bisschen Licht wieder da. Aber obwohl wir wieder gegen Abend haben, ist halt hell. Und ich habe hier immer noch keine Vorhänge. Ja, ja, Gollum. Smeargle. Wir können ihn ja Smeargle nennen. Vielleicht begegnen wir Smeargle im Doctor's Office. Hier ist auch Blut. Storage. Gibt es hier was zum Einsammeln? Nichts zum Einsammeln. Ich denke auch immer noch, dass die Sachen dann bunt sind. Mal gucken. Mal gucken. Thomas. Smeargle. Da ist er. Da ist er. Und jetzt war die Frage. Ich kann es ja einmal vormachen. Dass ich... Wenn der uns bemerkt, dann springt er uns an und wir wachen wieder in unser Zellenbett auf. Und das habe ich 100.000 Mal gemacht über den ganzen Part, weil ich immer dachte, ich muss schnell weglaufen. Ich muss ihn hinlocken irgendwo. Bis ich irgendwann mal auf die Idee kam, mich nicht mehr zu bewegen. War aber schon wieder zu schnell. Man muss ganz doll aufpassen, Leute. Und dann schafft man das vielleicht auch.
mit dem nicht bewegen und dass er einen nicht kriegt und so. Und das probiere ich jetzt nochmal aus. Wenn er stehen bleibt, ist schlecht. Wenn er geht, ist gut. Aber immer entgegengesetzt von uns. Smeargle, tu uns nichts. Okay. Geschafft. Sehr schön. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um das rauszufinden. Das war sehr dumm von mir. Aber das kommt ja gerne mal vor, dass ich ein bisschen langsamer bin als andere. Ja, und dann denke ich und denke ich und denke alles Mögliche, nur nicht das, was ich soll. Aber macht ja nichts. Dafür mögt ihr mich ja vielleicht auch. Hier ist ein Arm zum Mitnehmen. So, hier ist eine Tür, da gehen wir durch. Und mal schauen, wo uns das denn hier gruselig hinführt. Hier ist Blut. Kann man das irgendwie angucken? Oder anfassen? Geht's wieder jetzt eine Treppe runter? Und ich glaube, dann den einen Gang hatte ich noch gespielt und weiter war ich gar nicht. Piep. Sagt mein Computer auch, piep, dass ich da und dann ist nicht mehr. Also dann ist wieder blind, ne? Dann weiß ich wieder gar nicht, was hier Sache ist. Aufpassen! Smeargle. Smeargle bemerkt uns sonst. Oh, der hat da durch die Tür gegriffen, der Schweinehund. Und was ist, wenn man da jetzt gestanden hätte? Hätte der einen dann gegrapscht? So, das Ganze wird jetzt noch kniffliger, weil das ist der große Smeargle. Und der große Smeargle wandert auch gerne mal hoch und runter. Und der kommt jetzt hier rum. Scheiße, scheiße, scheiße. Und da muss man immer aufpassen, dass man nicht da reinläuft in die Dinger. War hier rechts noch was? Nee. Dann schnell durch die Tür, Thomas. Schnell durch. Schnell, schnell. Was haben wir hier? Ekliges. Was liegt da? Eine Hand. Mit noch so dem Handknochenstumpf drinne. Und Abigail, oder wie hieß sie nochmal? Wie hieß die denn nochmal? Na, die weint jedenfalls noch. Auch als Geist. Die ist ja schon tot. Von Thomas getötet wahrscheinlich. Ist ja immer noch meine Theorie. Weiß es aber nicht. Was ist das hier? War ich hier überhaupt schon mal? Ich glaube, ich war hier noch nie. Ich habe keine Ahnung. Doch hier war ich schon. Hier sind den ziemlich Glassplitter. Und da muss man auch aufpassen. Er kommt hoch. Schnell runter. Du siehst mich nicht. Ich kann durch das Zimmer nicht gucken, weil er da steht. Aber irgendwie ist er in den Zellen auch gerade nicht. Du siehst mich nicht. Nein, er kommt runter. Kommt er jetzt wieder hoch? Nee. Oh, so doof. Ja, jetzt bemerkt er mich. Ne? Ja, er bemerkt mich. Scheiße. 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 Scheiße, scheiße, scheiße. Thomas, streng dich an jetzt. Thomas. Reiß dich am Riemen, Thomas. Hier, ab durch die... Wir sind durch die Glassplitter gelaufen. Und wenn man durch die Glassplitter ist, dann hat man zwar schöne rote, blutende Füße, die einen schönen Kontrast bilden zum schwarz-weiß gefliesten Boden, aber... Aber, die hören uns dann auch besser. Thomas, enttäuscht uns nicht. Wir müssen das jetzt schaffen. Das ist wichtig.
Wir gucken alles trotzdem an. Ich weiß, wusste man nicht, welche Tür ich jetzt nicht hatte. Die hatten wir nicht, ne? Oh Mann! Wir gehen immer so kacke aneinander vorbei. Der letzte. Bis zum letzten bin ich ja auch gekommen. Jetzt kommt der hoch, ne? Schnell! Ich bin doch schnell gelaufen. Das regt mich voll auf. Ich will das jetzt schaffen. Nein! Beide haben mich entdeckt. So von beiden Seiten aufgefressen. Scheiße. Mann, jetzt muss ich das aber schaffen. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Thomas? Wir müssen uns jetzt konzentrieren. Das bemerkt er doch. Das war schon wieder so knappi. Manu. Da wird man voll panisch bei dem Spiel. So. Ein Panikspiel. Schnell durch. Da, Block A, Security, geschafft. Wuhu. So, was ist jetzt hier noch? Blutiger Rollstuhl. So, mal gucken. Oh, wenn das jetzt noch mehr werden, dann wird das aber knifflig hier. Hoffentlich muss ich dann nur wieder den letzten Gang nochmal machen, weil ich habe keine Lust, immer alles nochmal zu machen. Ich habe das jetzt so toll geschafft. Und Thomas, ne, sein Blick. Den finde ich gut, wenn ich ehrlich bin. Hallo? Ich bin der Thomas. Ich gehe hier mal lang mit meinem Pyjama. Ist alles so blutig hier. So, hier ist ganz still. Okay, das ist aber sehr blutig jetzt hier in Zelle 4 in Block A, C, D. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wo wir sind. Wach auf. Genau. Gehen wir mal in die Duschen. Oh je, Mini. Die Duschis. Hände. Ärmel. Arme. Blut. Was ist denn hier passiert? Blala. Blockcrow. Nein, hier sind wieder welche. Scheiße. Wenn der hier so lang kommt, wo soll ich dann hier oben lang? Ein ganzer ekliger Leichenmensch in Haufen. Wie eklig. Kann ich hinter dem hergehen? Kommt der gleich mit drauf auf dem Haufen, der Thomas. Kann der gleich mit draufgepackt werden? Ob die wohl alle mal versucht haben, hier zu fliehen? Aber anscheinend sind einige ja auch durch einen Virus zu Zombies geworden. Guck mal, er kommt doch hier links lang. Kann ich nicht an ihm vorbei? Schnell, genau. Genau. Hier kommt jetzt wieder einer. Ist der oben? Wo läuft er lang? Da ist ein Fuß. Wo läuft der denn lang? Nee, das wird nichts. Wenn ich hier in der Ecke stehen bleibe... Doch, ich kann da. Scheiße. Oh, der springt voll so um die Ecke rum, wo unser einer Thomas gar nicht lang kann. Voll unfair und so. Aber ich finde es gut, dass wir halt nicht immer alles nochmal machen müssen. Wir können beim ekligen Leichenmenschenhaufen wieder anfangen. Mach mal, dreh mal um. Ach nee, ich soll ja an ihm vorbei. Stimmt. Du bemerkst mich gar nicht. Mein Lieber.
Wo ist der andere? Da. Und wo ist der? Wo muss ich hin? Hier in die Nische muss ich nämlich rein, ne? So, jetzt muss der wieder umdrehen. Das wird jetzt knifflig. Da atmet man aber schon tief aus, du. Das ist schon spannend. Alter Falter. Und wir haben es wieder geschafft. Block A, Row 5. Okay. Na, dann wollen wir mal schauen. Alles weitere blutige Zellen. Hier sind, glaube ich, gerade keine. Zelle 3. Auch wieder zerrissen, einfach nur. Hier hat mich einer bemerkt. Oder auch nicht. Block A Security. Na. Ob wir das Level noch schaffen in dem Part? Ich weiß halt nicht mehr. Ich weiß überhaupt nicht, was kommt, ne? Ich habe keine Ahnung. Oh nein, hier sind wieder welche. Oh, warte, die war ja ganz sauber. Die Zelle. Und hier weint wieder jemand. Oh. Wer weint denn hier? Alles ist eine... Was? Idee, eine Farce. Zelle 3. Jetzt geht er aber da lang, wo ich lang gehe. Das ist schlecht. Scheiße. Ah, ich habe mich erschrocken, weil er jetzt voll in die Scherben reingelaufen ist. Scheiße. Ach, aber wir haben es bis hierhin geschafft, dann schaffen wir es auch noch weiter. Alles ist eine. Ja, eine was? Ich muss auf die Scherben aufpassen. Oh, hier sind überall Scherben. Ha, ha, ha. Ha. Hm? Gabby, Gabby, wo ist sie? I've told you repeatedly to address me as Dr. Smith. But you're my sister. I'm afraid you're mistaken. Where am I? You're in a lunatic asylum and have been for quite some time. Why am I here? Why do you think you're here? I don't know. We've reached the end of our session. Please see yourself out. Ich wollte gerade eine Salzstange heimlich essen. Ja. Hier. Bestimmt sein Psychologe. Weißt du Bescheid? Gabby ist eigentlich unsere Therapeutin, du. Thomas. Kannst doch nicht einfach fremde Frauen als seine Schwester bezeichnen. Was ist jetzt? Ja, scheiße, ne? Scheiße. Ich hatte ein Bild am Anfang halt vergessen. Vielleicht hätten wir da jetzt eine Errungenschaft für bekommen. Oder das Spiel würde weitergehen. Weil ich das eine Bild vergessen habe. Anzugucken. Am Anfang. Gabby! Gabby, du bist doch meine Schwester. Rede mit mir, Gabby. Ah, und du? Dann gehen wir jetzt wieder raus. Tschüss. Tschüss, Gabby. Dann nicht. Dann nicht. Psychiatrische Dingens. Tun die mir jetzt nichts mehr? Warum sind dann hier überall die Leichen? Das ist doch kranker Shit dann. Jetzt wacht er immer bei ihr auf? Muss ich das verstehen? Gabby, sag doch mal was dazu. Gabby, Mensch, Gabby. Verstehe ich nicht. Warum soll er sich denn jetzt hier weiter alleine durchschlagen durch die Scheiße? Und sie sitzt da so seelenruhig, während hier draußen die Dinger hier rumlaufen.
Ja. Vielleicht war er das auch anders. Vielleicht ist er, schmiert er selber den Scheiß daran. Wenn der hier gar nicht mehr weitergeht, wie soll ich denn dann... Dann kann ich doch nur raus. Dann kann ich doch nur zurück. Ich kann ja gar nicht nach rechts, weil er läuft ja jetzt da immer lang. Aber ich kann hier auch nicht nach links. Ja, dann muss ich ja nach rechts. Wie merkwürdig. Gibt's hier irgendwas, was man machen kann? Muss ja einen Grund geben, wieso man rausgehen kann. Also der läuft jetzt... Der läuft ja nicht einmal hier vorbei. Der läuft jetzt immer da hin und her vor dem Haufen. Da komme ich nicht mehr vorbei. Da kann ich machen, was ich will. Das bringt's ja nicht. Hier und in die blutigen Scherben gehen ja auch nicht. Der muss auch was drinnen zu tun sein, Gabby. Sonst soll er sich doch einfach nochmal wieder hinlegen hier. Oder ich muss mit ihr reden irgendwie. Kann man hier irgendwas machen? Ist es, weil ich das eine Bild nicht angeguckt habe, was ich, wie gesagt, später in der Aufnahme gesehen habe, dass ich das leider nicht angeguckt habe? Gabby, ich erschreck dich jetzt von hinten. Du bemerkst mich gar nicht. Ich stehe hinter dir. Ist doch merkwürdig, oder? Dass man mit der jetzt gar nicht mehr... Oh. Ist schön. Und jetzt? Hm. Ich dachte, ich lock ihn mal, wenn ich auf die Scherben drücke, ein bisschen weg von dem Haufen, dann kommt der rüber. Aber hat nicht geklappt. Gabby, mein kleiner Schatz. Ja, Gabby lebt also noch. Es ist alles nur in seiner kranken Fantasie. Ich glaube, alles ist hier seine kranke Fantasie. Es ist alles gar nicht echt. Vielleicht muss man hier ein bisschen länger jetzt mal warten. Oder auch nicht. Was kann man denn mal machen? Wir kommen doch hier an ihm nicht vorbei. Ja, ich weiß nicht, was man da jetzt machen kann, weil wir an ihm ja gar nicht mehr vorbeikommen. Man kann immer nur wieder das Bild, aber da kann man auch nichts machen oder so. Drück mal einfach rum. Aber da ist nichts zu tun. Und das Bild ist auch ja das Einzige, was wieder farbig ist. Was ja so ein Zeichen immer anscheinend ist, dass man hier die Objekte dann benutzen kann. Aber... Gabby, lass mich hier raus. Tja. Auch eine schöne Totenkopf-Tapete. Hier gehen doch auch die Fußspuren hin. Kann man hier nichts machen? Guck mal. Ich habe ihn weggelockt. Ich habe auf die roten Blutspuren geachtet. Also sollte ich ihn doch locken. Cool, der Trick hat geklappt. Ich musste nur an die Stelle, wo der... Das Blut hilft einem quasi auch. Manchmal hilft einem das anscheinend auch. Kann uns das nochmal helfen, weil da auch wieder so ein Fleck ist? Ja, okay. Dann gehen wir mal weiter jetzt. Ich glaube, hier waren wir nämlich noch nicht. Oh, wir kommen ja doch weiter. Hier tropft es ganz gewaltig. Träume sind der Feind der Schuldigen. Also hat er was verbrochen, der Thomas. Und deswegen bildet er sich diesen ganzen Scheiß auch ein.
Alles ist eine Lüge. Ja, er bildet sich das alles nur ein, ne? Das ist alles gar nicht real hier. Es wäre ja auch krass, ne? Und das würde dem ja auch am nächsten kommen. Er ist in Therapie. Er hat irgendwas gemacht. Vielleicht hat er seine Schwester Abigail, eine Schwester, umgebracht. Deswegen bildet er sich auch ein, dass die Therapeutin seine Schwester ist. Und aus Schuldgefühlen... Ja. Okay. Wo geht's hin? Müssen wir uns jetzt echt hier runterstürzen? Aus Schuldgefühlen? Wer ist das denn jetzt? Wer bist du denn? Das ist der kleine Thomas als Kind. Oh, vielleicht hat er ja als Kind was gemacht. Vielleicht hat er ja als Kind irgendwas verbrochen. Und deswegen erinnert er sich langsam und dringt quasi tiefer in seine Psyche ein. So wie bei Silent Hill, wenn man in die Löcher springt, was ja das eigene Gewissen ist und so. Und dann man immer tiefer gräbt in sich selbst, so erinnert sich vielleicht Thomas auch langsam dran, was wirklich mal passiert ist. Oh, schöne Uhr hier. Kopf ab. Wünscht sich doch jeder so eine Uhr. Okay, aber ich möchte trotzdem erstmal nach links. Wie viel Kondition hast du, kleiner Mini-Thomas? Auch wahrscheinlich nicht so viel. Nicht unendlich. Ich hoffe ja immer noch, dass ich hier ein... Genau, dass ich mal einmal links lang gehe. Dass ich hier immer noch das Bild finde, was ich nicht angeguckt hatte. Aber ich weiß nicht, ob das klappt. Ich glaube eher nicht. Weil man das bestimmt am Anfang machen muss. Ich juck gerade ein bisschen. So. Dann geh mal da durch. Dann sind wir hier wieder. Okay, sind wir eine Runde gelaufen. Gehen wir mal weiter. Beim letzten Mal lief ja hier jemand an den Fenstern lang. Oh, als Kind da hätte ich aber auch Angst in dem Haus hier. Oh, ich sollte es vielleicht nicht übertreiben. Das war aber, glaube ich, sogar der Fenstergang, wo das Bild war. Aber die sind ja alle nicht bunt. Deswegen wird das nichts, glaube ich. Hier ist eine Truhe. Finden wir vielleicht irgendwas? Nee, hier finden wir nichts. Okay. Ja, irre. Also wenn er wirklich in so einem Haus aufgewachsen ist, dann... ist das ja auch ziemlich gruselig. Überall Türen und wenn es dunkel ist und dann immer nur diese Kerzenleuchter. Wo sind wir hier? Ah, hier ist wieder... Hier ist das... Ist das der Vater? Hm. Ich habe es aber angeklickt. Ich habe es entdeckt. Da ist jemand lang gegangen. Ich gehe mal nach links. Ich will gar nicht wissen, was das für ein Schatten ist. Oh oh, hier ist das blutige Beil. Hier ist wieder das blutige Beil, das er aus seiner Kindheit scheinbar kennt. Wenn er das schon als Kind kannte, dann, was ist hier passiert? Oh, armer Thomas. Ja, da kommt bestimmt noch voll die Story. Die Aufklärung am Ende. Aber sehr cool gemacht. Also mir gefällt es bisher ganz gut. Sehr spannend. Ja, so ein Kind ist ja auch schnell aus der Puste. Oh, ein Familienbild. Hier sind wieder alle drauf. Ja, aber seine Schwester, die ist ja wirklich. Er denkt nur immer, seine Therapeutin wäre das. Ich laufe jetzt irgendwie auch den ganzen Weg wieder zurück, ne? Also am Anfang. Ich weiß halt nur nicht, was jetzt rechts war eigentlich, der Schatten. Aber wir müssen ja sowieso überall reingucken.
Hier ist nix. Wieder raus. Hier ist ein Kleiderschrank. Kannst du dich da verstecken? Hm. Hier ist ein Schlafzimmer. Bringt mir das was? Nee. Hier weint nur jemand. Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück? Hm. Das ist natürlich doof. Laufen, gehen, laufen, gehen. Ach, das Bild hatte ich noch gar nicht. Hier ein adretter Gentleman. Vielleicht. Weiß man ja nicht. Vielleicht sein Vater oder jemand anderes. Nein, es wird dunkel. Warum wird es dunkel? Ich bleib mal im Dunkeln. Im Dunkeln hat er Angst. Oh. Wir sollen hinter Gabby, nicht Abigail, hinterherrennen. Das machen wir beim nächsten Part, Leute, von Neverending Nightmares. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr es gut findet immer noch. Und wir sehen uns am nächsten Tag, im nächsten Part. Bis dann!